Hallo Freunde, hier ist eine neue Folge von Big Reacts, powered by Omen mit Gob und mir, Aslan. Ja, wir schauen das Finale von Kingdom Calling. Ich glaube, es ist das vierte gewesen. Gegen Wave haben wir mal wieder gespielt. Hier, guck, ich weiß genau, was da auf uns zukommt. Jetzt zielt Aslan aktiver und der macht jetzt auch gleich hier nach meinem Frag, bekommst du direkt den nächsten. Jetzt machst du so ein bisschen so auf Abfuck, dann gebe ich den nächsten Gesicht. Und jetzt sage ich so, Alter, scheiß drauf, Mann. Und dann wird sofort sich das Öppchen genommen. Wir überleben die Runde auch mit 5 wichtig. Wir sind jetzt hier im Retake auf jeden Fall dabei. Jetzt muss ein guter Stun von mir kommen. Das war kein guter Retake, oder? Ja, das ist auf jeden Fall nach HE. Guck mal, das ist ein guter Stun. Warum kommt die Stun nicht mit meinem HE zum Beispiel? Ich komme so einfach durch. Ich komm, ja, aber, ich bleibe. Genau, aber das ist zum Beispiel gut jetzt gespielt. Aber egal, einer muss sterben. Und wegen dir machen wir die nächsten Refrags. Und jetzt sage ich so, Lurk vielleicht. Ja. Und da wird Nico einfach, der zieht einfach durch und dann sehe ich ihn sterben. Alter. Fliegt so einmal 2 Meter nach hinten. Und so, bleibt da einfach. Jetzt da nicht, jetzt warte ich darauf, das ist mein Plan. Ich warte darauf, jetzt re-ulte ich den und guck, ich fighte hier ganz alleine. Leider konnte da niemand mit mir fighten. Aber deswegen hat mein Duellant eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation. Die Frage ist, warum er die Ulti noch nicht einsetzt. Ach so, ja, Kaspar hat da den Fehler gemacht, stimmt. Ich war da am Halten und jetzt sterbe ich auch noch. Aber Twisten. Dass er da hoch ultiert, ist geisteskrank und richtig gut. Also hätte ich nicht gemacht. Twisten. Ja. War das das letzte Kingdom Calling? Ja, da hatten wir schon mit ihm gespielt. Auch gegen Wave im Finale. Dort konnte er auch auf jeden Fall auf Breeze sehr überzeugen. Ja. Und ist ein sehr talentierter Duellant. Auf jeden Fall fehlt ihm noch Erfahrung. Ja. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es mal auf diesem Turnier nochmal, um zu sehen, wie die Synergie war und halt mit Kasper natürlich auch. Kasper ist ein 16-jähriger Finne. Ja. Und, sehr intelligent. Sehr intelligent für sein Alter. Sehr, ja, ist halt ein cooler Typ einfach. Ich habe noch nie einen Finnen kennengelernt, der nicht so einfach eine coole Socke ist. So. Ja. Und das ist bei Kasper genauso. Und deswegen haben wir auf dem Turnier mit Stand-ins gespielt. Ah, das war eine geile Szene. Ja, Nico, stark. Schönes Aiming von Nico. Ja, klar. Ich wusste, dass ich hier sterbe, aber ich dachte, ich ulti noch, Alter, damit meine Mates noch... Guck mal, wie lang er gestunt ist, Alter. Das ist so krass. Gute Hälfte. Direkt B-Gas mit einem Follow-Up-Stun. Hier, erstmal beide blind und gestunt. Also, wie free wollen die Frags noch haben? Ja. Twisten macht 3 Kills. Ja, aber guck mal, was ein fettes Gesicht jetzt Twisten gibt. Guck mal, der hat ihn nicht mal... Oh, man sieht das noch nicht mal von seinem Screen, dass er ihn geflickt hat. Ja, er hat ihn so gekillt, so. Und er steht sozusagen dort. Ja. So, zack. Ja, sehr schön. Die Waffe hat so geschossen, so. Ah, kennst du den einen Film? Der schießt so Wanted, Mann. Wanted. Aslan wird gedest. Und jetzt ist ein bisschen lucky und gut gespielt gleichzeitig. Man sieht hier meine Position. Ich bin vor B. Schon. Also vor B bin ich jetzt und will dann jetzt Heaven für euch stunnen. Und ja, glücklicherweise passiert das jetzt, Freunde. Guck mal. Ich stunne mit einem Stun tatsächlich 3 Leute. Und der Typ denkt sich so, holy moly. Und dann wird der tatsächlich noch von meinem Ulti gestunnt. Und beide oben von an den Treppen und hinten war gestunnt. Und jetzt hat Nico dann nice nach hinten gedeckt. Das war amazing Call von mir. Ja. Du hast auch eigentlich was anderes gecallt und ganz plötzlich hast du gesagt, ich mach doch Aslan, lieber das, ja. Aslan, du, wir machen den Dashplay. Ja. Hieß dann Updraft into Dash in the Stairs und im Flug habe ich 2 Leute gesehen unter mir. Ja, ja, hast du doch gesagt, beide stunt und dann hast du sogar den einen ignoriert und den anderen ja, gekillt. Ja, ja, ja. Ja, und jetzt Bind, Alter. Bind war natürlich so, ich habe mich sehr gut gefühlt über Bind. Ja, ich auch. Weil ich finde deren Lineup nicht so stark, weil gegen das Lineup haben wir schon sehr, sehr oft gespielt. Und ich bin sehr confident, dagegen zu callen. Ja. Obwohl das natürlich ein sehr starker Defense ist. Genau, ich gebe die Waffe ab. Hier gewinnst du ein wichtiges Duell gegen Moody. So, fuckst direkt er den Typen ab. Er will mich naden, dass er nicht in meiner Inner ist. Ich bin mit der Nade vorgegangen von dem Gegner und kill ihn auch noch. Er dachte nicht mehr, dass du da drin bist wegen der Nade, ja. Und deswegen blindsidest du ihn. Du hast auch hier sehr schön hier die Flash gefordert hier. Und du piekst so schon, bevor die richtig so... ready ist, weil die Leute sehen sie ja anfliegen und positionieren sich deswegen und ja. Ja, jetzt haben sie einen Timeout genommen und jetzt wussten wir, das ist nochmal eine coole Runde eigentlich, die man sehen kann.
Da habe ich jetzt Nico zu mir gerufen und habe gesagt, ey, flash mal lang, die werden da vielleicht eine Ava haben, weil die hatten ja gesehen, dass du Ava einfach dort gepiekt bist. Jetzt mache ich diesen Review zum ersten Mal, sehe ihn. Hast du gute Kopfhörer? Ja, habe sehr gute Kopfhörer und dann gebe ich ihm. Dieses Duell haben wir sehr oft trainiert. Wir wussten, wann man Vorteil hat und wenn man genau so rumgeht mit dem Dog noch. Genau, das hast du zusammen trainiert. Das haben wir zusammen trainiert. Gegen Nico und dich haben wir das trainiert. Ja, wir haben jetzt Timeout genommen, haben überlegt, ey, was können wir falsch machen, was machen wir falsch. Und dann haben wir gesagt, ey, lass cool bleiben, lass versuchen, vielleicht mit einer Shotgun die Runde zu gewinnen. Kasper hat gesagt, ja, okay, I take a Shotgun. Dann haben wir versucht, ihn in Position zu bringen. Und sie readen es sogar ganz gut, wie man jetzt hier sieht. Sie readen es, sodass da was sein kann, auf jeden Fall, sind vorsichtig. Und die Flash halt sitzt nicht ganz. Ein Kill, jetzt versucht man ihn ein bisschen panisch zu refragen und dann passiert halt sowas. Mm. Und das war halt absolute Key-Runde so. Mm. Damit haben wir 12 Runden, hier kriegt er noch einen Money. Und dann kriegt er noch einen Money von Nico. 12-9 und dann waren wir schon relativ confident, dass wir das Spiel gewinnen. Und jetzt machst du das. Welcher Aslan ist das gerade? Das ist Nico gewesen. Aber welcher? Ah nein, das war ein anderes Game. Mm. Ja, und jetzt hast du dich hier schon, hier hast du schon gefeiert, bevor die Ulti da war. Ja. Ja, dann haben wir damit haben wir den Sieg eingefahren und ist das unser zweiter King Scoring Sieg? Zweiter oder dritter, ich weiß es gar nicht. Zweiter oder dritter. Also ich denke, man hat gesehen, dass die beiden neuen Spieler sehr talentiert sind. Mhm. Natürlich fehlt hier und da noch ein bisschen Erfahrung, aber das wussten wir, als wir sie gesigned haben. Und ja, das war auch nochmal so der letzte ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir nehmen sie, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen hier und da noch an Erfahrung mangelt, aber Talent ist auf jeden Fall da. Und ja, vielleicht sitzt beim nächsten Mal dann bei Open React sogar hier Twisten oder Kasper, wenn sie bis dahin Deutsch lernen. Und ja, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Danke, Freunde.